Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pathfinder. Bevor wir jetzt hier anfangen, wollte ich einmal kurz auf einen Kommentar eingehen, den der gute Duke, spreche ich es richtig aus? Da ist nämlich noch ein Ad-Zeichen vor, ich weiß nicht genau, Ad Duke oder so, keine Ahnung. Sieh mir das bitte nach, ich sage jetzt einfach Duke, geschrieben hat. Und zwar hast du einen sehr ausführlichen und sehr interessanten Kommentar geschrieben darüber, wie ich zum Beispiel Regil optimieren könnte. Ich habe mir diese ganzen Kombinationen mal angeguckt und ich finde sie sehr interessant und ich verstehe, worauf du hinaus willst. Allerdings kommt das natürlich nicht in Frage, aus zwei Gründen. Erstens, wie in all meinen Rollenspielen, vermeide ich Min-Maxen. Definitiv, denn das nimmt mir so ein bisschen den Spaß. Ne? Wenn ich nämlich mit einer völligen OP-Gruppe durch die Gegend ziehe, die sowieso mit jedem Schlag jeden Drachen erlegt, dann sehe ich da nicht mehr so die Herausforderung drin. Das macht mir keinen Spaß. Aber viel wichtiger, es widerspricht komplett dem Rollenspiel-Aspekt. Ne? Und Rollenspiel geht immer vor in solchen Spielen. Regil ist meiner Meinung nach ein sehr engstirniger und festgefahrener, fast schon fanatischer Charakter natürlich, ne? Ich denke nicht, dass er jemals von seinem angestammten Weg des Amigas bzw. des Höllenritters abweichen würde oder überhaupt könnte, ne? Das käme für ihn überhaupt nicht in Frage. Wenn ich dann, ich musste schon ein bisschen schmunzeln, wenn ich dann solche Kombinationsmöglichkeiten sehe, wie zum Beispiel, du hattest den Vivisektionisten dort eingebracht oder auch den Attentäter, die ja beide schurkische Talente haben, ne? Nämlich hinterhältige Angriffe und so. Ich glaube, Rachel würde wahrscheinlich die Kommandantin bitten, dass sie ihn höchstpersönlich hinrichtet, wenn er sowas machen würde. Das käme für ihn gar nicht in Frage, das geht gar nicht. Er ist ein ehrenhafter Ritter und er ist zwar ein Höllenritter, aber er ist ja trotzdem ein ehrenhafter Ritter und das Einzige, was für ihn in Frage kommt, ist, ehrenhaft zu kämpfen. Hinterhältig würde nicht funktionieren. Und ihm auch irgendwelche Hexenaspekte zu verleihen, nein, nein. Nicht möglich. Er ist Höllenritter und Amiger und er wird nie was anderes sein. Ne? Er würde sich auch nie was für was anderes hergeben. Von daher fällt das natürlich völlig flach. Ne? Also es gilt die alte Regel, wie in all meinen Rollenspielen, Min-Maxen gibt's nicht. Wir arbeiten mit den Mitteln, die uns gegeben sind und wir machen keine Sprünge, die außerhalb der Denkweise der angestammten Charaktere irgendwie wäre. Und keiner von denen spielt mit dem Gedanken, plötzlich was völlig anderes sein zu wollen. Und also weder spieltechnisch und rollenspieltechnisch schon mal gar nicht. So viel dazu, das wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen. Und nun gehen wir. Wir gehen jetzt raus und schauen, was dann da los ist. Wir machen mal kurz so. Und ich muss zwischendurch so ein bisschen OBS im Auge behalten. Das spinnt nämlich heute schon wieder so ein bisschen rum. Wo ist denn hier der Ausgang? Da lang. So. Ich hoffe, wir haben alles. Ach so, ich habe überhaupt keinen Ton, sehe ich gerade. Also mache ich mal kurz an. So, das sind die Sachen von Nura. Ach ja, schön. Da kam ich nämlich nicht dran, als ich im Keller war. Das nehmen wir auch nochmal alles mit hier. So. Und wir gucken mal kurz, was das ist. Da war ein Amulett bei, ne? Die epischen Lieder. Aha, so. Wieso ist das denn noch alles hier? Habe ich das nicht angezogen? Hä? Tatsächlich. Den kriegst du natürlich an hier. Habe ich dann noch. Habe ich das nicht angezogen? Ist ja unfassbar. Okay. Was ist noch?
Du hast was an? Resistenzumhang 2, das ist richtig. Du hast Schutzring 1. Dann kriegst du Schutzring 2. Ist ja seltsam. Das ist für zweihändigen Kampf, das kriegst du auch. Und das ist natürliche Rüstung 1. Du hast natürliche Rüstung 2. Geschicklichkeit 2. Ja, Rüstungsarmschienen. Das gucken wir uns ein andermal an, alles. Ist erstmal okay. Speichern wir mal kurz. Nicht, dass ich das wieder vergesse. So, und jetzt gehen wir raus. As it should be. Den nehmen wir auch noch mit. So, euch geht's allen gut, ihr seid alle gesund. Und ich hoffe, ihr seid alle ausgeschlafen. Wenn ich das bei mir hier sehe, habe ich meine Zauber. Deswegen nehme ich an, dass ihr eure auch habt. So. Und dann schauen wir mal. So, da sind wir auf der Karte. Was ist hier los? Ach du Schande, schon wieder alles voll. Warte mal, was denn hier? Das seid ihr, alles klar. Oh, die sind neu. Was haben wir denn da? Banditen mit Kurzbögen. Und Schurken. Ja. Scharfschützen. Speerführer. Ja, pass auf, die Scharfschützen, die würde ich von vornherein schon mal gerne. Wer ist denn besser hier? Die machen 24, 29. Und die machen. Ja, 29, 36, 24. Ich würde die Scharfschützen gerne zu einer Scheu bringen. Wo steht der nochmal? Der steht da oben. Und dann nehme ich nämlich die beiden Paladine wieder raus. Die bringen zu zweit nicht allzu viel, finde ich. Und wir haben gar keine Fernkämpfer. Du rennst jetzt mal da hoch. Jo. Mit euch kann ich gerade nicht allzu viel anfangen. Wo sind die hier? Die sind da. Kommt mal hier hin. Und ihr. Nee. Ihr. Kommt mal dahin. Geht mal bitte zusammen. Ich weiß noch nicht, was ich mit euch mache. Was haben wir hier noch? Oh, die sollten wir auch mitnehmen. Die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Und hier nehmen wir ein paar von mit, alles klar. Und euch bringen wir da hinten hin. Könnte sogar funktionieren. Jo. Und ihr kommt da mit rein. Zack, so. Sehr schön. Ihr rennt in die Richtung, Setsuna Scheu kann sich nicht bewegen. Ihr könntet euch bewegen, aber ich wüsste nicht, wohin mit euch. Aus euch könnte man ja schon wieder fast eine eigene Armee bauen. Aber das lassen wir jetzt erstmal sein. Das lassen wir erstmal sein. Wir gehen jetzt. Wo gehen wir eigentlich hin? Hier unten ist ein Schrein. Der Gestank von frischem Blut und einem uralten Bösen strömt aus der Höhle unter dem Berg. Der Weg, der hierher führt, ist mit dem Blut unzähliger Opfer getränkt, die hierher geschleift wurden. Des Nachts kann man eine heisere Stimme hören, die blasphemische Gedichte zu unbekannten Mächten spricht. Der bloße Klang der Sprache, in der die Gebete gesprochen werden, ist schon eine Beleidigung für den Himmel. Okay, mit ein bisschen Glück kommt man da ziemlich schnell hin. Und dann ist hier die namenlose Ruine. Ne, bei der waren wir schon. Hier ist die geschmolzene Narbe. Da sollen wir ja auch hin. Und hier ist Wintersonne. Okay. Dann ist das drei, denke ich mal, unser Weg hier. Hier haben wir noch den Tempel der guten Jagd. Ja. Aber ich glaube, wir sollen ja sowieso nach Südwesten, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist ja dann die Richtung hier.
Und dann gehen wir erstmal hier hin und dann gucken wir, ob wir da oder da hinkommen von da aus. Die Narbe ist natürlich hier im Weg, ne? Ja, mal schauen mal. Wir laufen mal los. Sind das die Helden? Ja, das sind sie. Einmal hier, einmal... Nein. Einmal da. Was? Ja, wo immer wir auch sind hier. Wir müssen uns mal ganz kurz ein bisschen buffen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das Feinde sind oder ob das irgendwas anderes ist, aber zumindest die Grundbuffs. Du machst das, du machst dies. Du machst einmal das. Ach so, aber übrigens, wir müssen ja unseren Dino noch rausholen. Der ist ja hier, also zack. Damit der auch was abkriegt. Ja, ja. Einmal da. Du fängst an mit hier. Sehr schön. Dann... Zweite Schwert hierhin. Und du machst hier weiter. Magierrüstung kriegst du auch noch oben drauf. Nee, das machen wir nur, wenn wir es brauchen. Halt mal kurz an, so. Ba. Ja, dann natürlich noch den hier, den nehmen wir immer. Schwupp, so. Brauchen wir noch was Grundsätzliches? Du kriegst den noch oben drauf, den nimmst du auch immer mit. Zack. Ja, und dann würde ich sagen, zack, einmal speichern. Wie gesagt, zwischendurch OBS im Auge behalten. Heute wieder so komisch vollgelaufen, wie auf dieser einen Map da, wo er ständig abgestürzt ist. Das ist mir heute auch schon wieder irgendwie passiert. Das will ich nicht. Brauchen wir noch was? Nö, ne? Wahrscheinlich kommt hier niemand. Aber trotzdem, das sind so Sachen, die müssen wir immer machen, würde ich sagen. Ich komm mal mit. Oh, oh. Ich kann auch kämpfen. Ich. Schnell, fesselt ihn. Das sind die Kreuzfahrer. Die Kreuzfahrer sind hier. Der Halbmond des Abyss muss informiert werden. Und da rennen sie weg. Und er ist tot. Okay. Nur mal langsam. Wen haben wir denn hier überhaupt? Mind over muscle. Du bist ein Kleriker. Baphomet. Mhm. Du bist eine normale Kultistenwache. Wache. Also, wir könnten jetzt sofort versuchen, erstmal ein bisschen was da reinzuballern. Wie viele Nahkämpfer haben wir denn hier? Das ist ein Kleriker, Nahkämpfer, Nahkämpfer, Nahkämpfer. Und die beiden. Ey, weißt du was? Komm, sofort rein damit. Ich weiß nicht, ob wir irgendeinen erwischt haben. Doch, wir haben sie, glaube ich, alle erwischt. Fehlgeschlagen, 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 fehlgeschlagen. Einer hat sich daraus gewunden. Gut. Rachel, du wartest. Du gehst erst hinter die Kommandantin. Er macht jetzt hier Segen, alles klar. Du gehst dahin. Und Y, weg hier. Schieß schon mal auf den da.
Kommandantin muss eigentlich regenerieren, kann sie aber gerade nicht. Von daher greift sie an. Und zwar den da. Der sieht am gefährlichsten aus. Der war gut. Tja, du. Sorry. Aber du musst auch angreifen. Greif da an. Auch schön. Der kann auch zaubern, alles klar. So, du musst erstmal näher ran. Du bist viel zu weit weg. Gott, ey. Reicht das noch für Schutz vor Bösen da hinten? Glaube nicht. Wir müssen gucken. Wo willst du denn hin? Ich würde sagen, du bleibst hier hinten und verteidigst die Herrschaften hier. Aber nicht so. Ja, ja, ja. Da ist dem ersten übel, das ist gut. Wo ist eigentlich Ember? Da hinten. Der ist dann zuerst dran. Ah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Wir versuchen es einfach so. Nein, da kriegt sie eine rein. Das ist nicht gut. So, da ist dem nächsten schlecht und dem dritten ist auch schlecht. Sehr schön. Ember. Ember, du versuchst das jetzt. Der ist hartnäckig, der Bruder. Alles klar. Und da ist in allen schlecht. Also gut, Lan, du musst das jetzt hier machen. Schieß den Typen weg, bitte. You won't survive me. Gut. Gut. Komm mal einen Schritt vor. Ja, dann viel Spaß. Wow, sie trifft ganz schön häufig kritisch gerade hier. Was ist los mit dir? Kannst du das auch? Ja, das werte ich mal als ja. So, jetzt ist euch allen schlecht. Mann, was für ein Drama. Komm mal einen Schritt vor. Und mach mal einen kleinen Fokus. Nur für den Fall. So. Ja, Dino. Mach mal Rambock hier, bitte. So, immerhin. Nino, ich fürchte, du bist jetzt schon wieder arbeitslos, weil was immer hier auch los ist, wir brauchen deine Sachen nicht mehr verschwenden. Wir könnten... Nee, brauchen wir auch nicht. Ich glaube, die kriegen wir tot, bevor die wieder aufwachen. Du könntest mal so eine Schlange machen. Ich will einfach mal sehen, wie die so ist. So weit weg. Kannst du die ein paar Meter vorlaufen? Und die dann machen? Ist da jetzt ein roter Rand rum oder nicht? Weiß ich nicht. Schieß doch mal auf so einen hier. Ich will mal wissen, einfach nur sehen, wie das funktioniert. Okay, du bist an Regel vorbei, hast Regel nicht getroffen. Gut, das funktioniert ganz gut. Man muss das ja zwischendurch mal ein bisschen ausprobieren hier, ne? Lan, baller mal den da hinten ab, bitte. Oder komm, schieß auf den. Ja, noch einen, komm. Sehr schön. Aus irgendeinem Grund hat er einfach... Ich hab noch gar nichts gemacht. Na gut. Nehmen wir zu dem da. Hm. Du machst bitte hier mit. Klatsch, Alter. Okay. Ja. Helf mal ein bisschen mit. Und du auch. Bock. Wachst du auf? Natürlich nicht. Du brauchst nichts tun. Du... Boah,
Brauchst auch nichts tun. Wir können noch mal kurz eine Rüstungsklasse runtersetzen, dann geht's schneller. Schieß. Schlag zu. Mhm. Und du beendest das jetzt wieder. Wieso triffst du nicht von da? Okay. 61 kann sich sehen lassen. So, pass auf, kommt mal her. Was waren das für Kasperköppe hier? Was war hier los? Ja, nehmen wir mit. Zack, zack, zack. Ein Streitkolben, ein Schild, eine Brustplatte. Das nehmen wir auch mit. Ach übrigens, wo ich das hier gerade... Oh, schön. Wo ich das hier gerade sehe, mit dem ganzen Zeugs hier. Meisterstück. Ich habe ja gerade am Anfang der Folge... Oh, schön. Von Rollenspiel und sowas gesprochen und was geht und was nicht geht. Das geht natürlich auch nicht. Das fällt mir gerade erst ein. Ich habe ihm die gegeben, weil er sonst sterben würde, weil er einfach eine scheiß Rüstung hat. Aber ich muss ihm die natürlich wieder wegnehmen, keine Frage. Weil er ist ein Höllenritter. Er ist völlig fanatisch gegen, hat einen fanatischen Hass auf Dämonen und dann kann ich ihm schlecht mit der Dämonenrüstung rumlaufen lassen, nicht wahr? Ich hab dir natürlich recht, beziehungsweise das geht natürlich nicht. Die ziehen wir ihn wieder aus, sobald wir was anderes haben hier. Ich kann ihm natürlich seine alte Ritterrüstung wieder anziehen, dann geht er halt wieder auf 28 runter. Das wird dann kritisch. Ich werde mal schauen, vielleicht können wir auch irgendwas kaufen für ihn, aber das können wir natürlich nicht behalten, das ist schon klar. Obwohl ich die cool finde, die hat schon, ist schon geil, gerade so mit diesem Stärkeabzug und so, ist nice. Aber rollenspieltechnisch absolut verboten, geht nicht. Herold der Schmerzen, unser altes Ding hier, die komische Klinge der Macht, das Ding haben wir gefunden. Was haben wir hier, eine Glefe plus 1, eine leichte Streitkolben plus 1, Kompositbogen plus 1. Was hat Lan eigentlich für einen hier? Der hat einen Kompositboden plus 2, von daher... Alles besser, was wir haben. Gibt es hier noch was? Jo, da liegt auch noch einer rum. Der hat ein bisschen Money. Noch eine Glefe. Da liegt auch noch was. Jo, ah, schön. Ja, gucken wir uns die Glefe auch nochmal an. Ganz kurz erstmal so. So. Was haben wir da? Wir müssen mal kurz nach... Neuestem, so, das ist das gleiche nochmal, alles klar. Ja, speichern wir mal kurz. Das war ja ein netter Auftakt. Sind hier noch mehr? Ach übrigens, ja, ich habe jetzt hier eingeschaltet, dass der anhält, wenn irgendeiner was wahrnimmt. Guck mal, Rachel schon wieder, ne? Der nimmt mehr wahr als Lan. Na gut, er ist auch weiter vorne. Deswegen wahrscheinlich. Letztes Mal da in der Zitadelle oder wo das war, habe ich einfach nicht mehr gefunden, was wir da gefunden haben, weil wir weitergelaufen sind. Jetzt passiert das hoffentlich nicht mehr. Der ist nichts wert. Das nehmen wir mit. Hier geht's raus. Hier noch was? Nope. Ich nehme an, da kamen wir ja auch her. Wir rennen noch mal kurz dahin, nur um zu sehen, ob wir noch irgendwas hier aufdecken können. Ich fürchte nicht. Nur doch, so ein paar Meter sind hier noch, aber... Ja, okay. Also gehen wir wieder da hoch. Zack. Ach, endlich wieder kämpfen, ist das schön. So. Und er ist wieder der Schnellste, warum auch immer. So, wer war das? Wo sind die hingerannt? Wie hießen die? Gab es da eine Quest zu?
Wahrscheinlich nicht. Man könnte jetzt hier ganz nach oben gehen. Vielleicht kommen wir nochmal beim Dialog an. Initiative da. Der Halbmond des Abyss. Okay. Das scheint auch irgendein Kult zu sein. Na gut. Irgendwas Wichtiges vergessen. Alles nur eins, ne? Oh. Ich dachte schon 12.000, was? Die ist 100, die nehmen wir noch mit. Gut. Ja, wir sind ja nicht allzu weit gekommen bisher, sehe ich gerade. Okay, dann gehen wir hier lang. Und wir wollten in diese Richtung hier, ne? Kommen wir da an, ohne dass wir sofort alle... Gut. Nicht erschöpft. Und ein paar von den Buffs sind auch noch da. Schön. Schauen wir mal. Wo sind wir jetzt hier? Ich habe vergessen, wo wir sind. Wir sind jetzt hier im Schrein der Sakrilege. Oha, das klingt überhaupt nicht gut. Jo, also den haben wir noch, den haben wir noch. Jetzt müssten wir eigentlich die hier wieder machen. Da haben wir nur noch drei Stück von. Ist dann halt so. Du kriegst ein, du kriegst ein. Und, Moralbonus, Angriffs-, Rettungs-, Fertigkeitswürfe. Also kriegst du noch einen. Der ist alle? Haben wir nur einen davon gehabt? Okay, ja, ist das so. Kommt mal kurz her. Zack, zack, zack. Anything new? Ja, wir werden jetzt ein bisschen verschwimmen machen. Du ebenfalls. Und ich glaube, du kriegst auch einen. So. Muss reichen für den Anfang. Und dann Höhle. Aha. Ja, dann latschen wir mal hier lang, wa? Verseuchter Wolf. Hier sind also Viechers, okay. Knall die mal direkt ab, komm. Mhm. All according to plan. Wir gehen mal lieber so schrittweise vor. Guck mal, da ist wieder einer. I'm all ears. Make every strike count. Knall ihn ab. Daneben. Junge. Gut. Alles gut gemacht. So, wollen wir mal gucken hier. Was ist hier? Hier ist irgendwie gar nichts. Hier ist nur so ein Rundgang. Und hier ist der nächste Wolf, zack. Knall ihn weg. Sehr schön. Nochmal, komm. Nice, so. Mal nur ganz kurz gucken, wo geht's überhaupt lang? Wir können hier lang, wir können aber auch da runter, Richtung Höhle. Werden wir sehen. Lan. Bitte. You won't survive me. I refuse to accept their statement. Ja. Gehen wir mal hier weiter. Da oben geht's auch irgendwo lang, okay. Ja, was ist das? Die nehmen wir mit. Medaillons und... Achso. Und recht viel Geld. Oh, guck mal einer an. Hier kommen wir, glaube ich, nicht runter, oder? Warte mal. Nein, können wir nicht. Dann müssen wir hier lang. Stellt euch mal bitte hier auf.
Damit nicht unbedingt Darren als erster rennt hier. So. Also grundsätzlich würde ich sagen, das kann Lan auch erledigen, nicht wahr? Meditate on your mistakes. Meditier mal selber. Los, zack. Tod allen Ketzern. Ehre sei den Titanen. Ja, kurze Ehre. Aber hier geht's noch weiter, sehe ich gerade. Alles klar. In dem Fall geht die Kommandantin erstmal vor. Ich sehe nichts und niemanden. Wir warten. Regil bleibt kurz dahinter. Und ich weiß nicht, was ich tun soll mit dir gerade. Ganz ehrlich. Du gehst mal einen Schritt zur Seite. Und du ebenfalls, ich weiß nicht, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich muss erstmal wissen, wer hier wo ist. Ich glaube nicht, dass wir von hinten angegriffen werden, deswegen kommst du dahin. Und für dich wird es mal Zeit für den Segen. Kann nicht schaden, nicht wahr? So, wo ist der Babau? So ein Aufriss wegen einem Babau. Aha, okay. Wenigstens zwei. Das ist voll schön mit diesem Geglitzer rum, ne? Hallo Baubautz, Babautzes. Was haben wir denn hier eigentlich nochmal? Furchtbaren, göttliche Gunst, ja. Alles tolle Sachen, nichts davon brauchen wir, komm. Klatsch, Peng, Regil, du dahin. Ah. Wird's vielleicht doch noch ein bisschen interessanter hier. Wo willst du hin? Okay. Ninju. Altes Spiel. Komm, mach mal da. Einer weniger. Zack. Nein, nicht laufen. Ich hab daneben geklickt. Okay. Du schnappst dir den da. Hat nicht geklappt. Schade. Hau mal auf den. Doch ein paar mehr hier, hä? Ein ganzes Nest von den Viechern hier, alles klar. Lando, der ist hier viel zu nah. Mach den mal bitte weg. Gut. Geh mal. Ne, bleib da. Was soll's. Darren, musst du irgendwas tun? Du machst jetzt deine üblichen Sachen hier, ne? Einmal. So. Mein Gott. Okay. Mhm. Eins, zwei. Ich wollte gerade schon schimpfen. Okay. So ein Babau nicht fertig wird. Haust du mal bitte zu? Okay. Menü. Boah. Pille-Palle brauchen wir gerade nicht. Geh mal dahin. Ember. Nur für den Fall. Komm. Du schlägst zu. Trifft nichts. Okay. Ich möchte dir jetzt aber auch nicht hier den Zauber geben. Ich finde, das lohnt sich gerade nicht. Mhm. Dann erledige den Rest bitte. Nice. Darren, brauchen wir irgendwas von dir? Nein, du machst mal kurz hier einschüchtern. Und jetzt ist Schluss hier. Nein? Okay, dann ist jetzt Schluss. Gut. Das ist hier also Babauhausen hier irgendwie. Okay. Nö.
Over there. Wo? Da. Okay. Wir speichern mal kurz. Und dann geht's weiter. Gehen wir mal in die Richtung, würde ich sagen. Hier ist Ausgang. Hier ist nur eine Wand. Immer an der Wand lang. So. Gucken wir mal, was hier so los ist. Hier ist dann die Höhle. Da gehen wir gleich hin. Wir gucken uns erstmal den Rest hier noch an. Aber ich fürchte, wir haben alles hier schon aufgedeckt. Ne? Gut. Na dann gehen wir in die Höhle. So, was soll hier los? Wo ist sie? Da. As it should be. Noch mehr Babaus. Ein Babau-Krieger, sowas gibt's auch, okay. Dann komm mal her, knall ihn weg. Yet another obstacle. Tja. Platz genauso wie die anderen Babaus. Okay. Wir sind wieder nicht die einzigen hier. Du gehst hinter die Kommandantin, wie immer. Du kannst mal kurz deinen Segen erneuern. Ne, brauchen wir nicht. Brauchen wir sonst irgendwas gerade? Wir brauchen auch keinen Schutz vor Bösen. Wir brauchen, mein Gott, hast du viele Sachen mittlerweile hier. Was ist das? Wahrer Blick kannst du ja jetzt auch, stimmt. Du kannst aber bitte mal hier ein bisschen Charisma verteilen. Das wäre ganz schön. Und dir selber auch. Hier kannst du, achso, Quatsch. Eine Runde. Geh mal zur Seite. Ember, ich habe auch für dich gerade nichts. Du gehst auch mal hier hin. Und auch Nenio braucht gerade nichts tun. Auch du gehst dahin. Digi, du kommst hier eh nicht vorbei. Geh mal hinter die Kommandantin, bitte. Und dann entweder da lang oder hier lang. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Oh, schön. Ach, das passt ja. Gut. Oh. Chris hat noch aufgemacht da? Nein. Gerade nicht, okay. Rachel, dann kommst du mal mit hier. Und der Dino deckt hier mal ein bisschen ab, falls da was auftaucht. Darren, du kannst einfach mal ein bisschen hier zur Seite kommen. Alles kein Stress. Lan. Ne. Geh mal dahin, obwohl da wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ne, geh mal hier hin, komm. So, kannst du dich von hier aus schießen, falls da was kommt. Nenio, auch dich, für dich habe ich immer noch nichts zu tun. Alles Pille-Palle und du kommst da auch nicht dran, du bleibst einfach hier. Du machst es bitte einmal kurz. Ach, siehst du wohl. Mhm. Das ist wirklich bei Bauhausen hier, alles klar. Ich wollte eigentlich die... Na gut. Unexpected outcome. Na gut. Rachel, mach den Rest bitte. Die scheiß Falle da wegkriegen. Nervt nämlich. So, du... Ich hoffe, du rennst da nicht rein. Gut. So, Darren, du schnappst dir den da hinten. Zack. Einmal so. Lando schießt auf den. Mhm. Geh einen Schritt zurück. Nenio. Kriegst du das hin? Ja. Ember braucht auch nicht allzu viel machen. Du kannst mal die Rüstungsklasse von dem Typen hier runternehmen. Dann trifft der Dino den auch mal. Ja, ja, ja. Hau mal schön zu, wie du willst da. So, jetzt bin ich dran. Peng. Hab ich schon wenig dran, alles klar.
Kannst du das? Du kriegst das nicht hin. Das brauchen wir gar nicht versuchen. Machst du hier halt mit. Und jetzt du. Okay. Ja. Setzen wir den auch noch mal ein bisschen runter hier, den Kollegen. Dann, bitteschön. Gut. Speichern. Lilly, mach die scheiß Falle weg, bitte. So. Wie sieht's eigentlich aus hier? Wir sind bei 40 Minuten. Gut. Oha. Was ist denn hier bloß los? Lass uns mal hier lang gehen. Okay. Da ist auch noch so ein Apparat, okay. Ziemlich viele Fallen hier. Gefräßiger Glabrezu. Okay, den müssen wir uns mal angucken hier. Also schön, dass die immer so leuchten, ne? Sieht man die immer sofort. Sag mal, ja, wer bist denn du? Du bist in Stufe 12, Externar. Mhm. Du kannst wahren Blick und heftigen Angriff. Bist gegen Elektrizität so ein bisschen immun, der Rest ist so ein bisschen Resistenz. Deine Kampfmanöververteidigung ist egal, weil du keine Waffe hast, glaube ich. Du kannst diesen ganzen Fürlefanz hier, wie sind deine Angriffe? 22, 22, 22, ja. Also für eine Rüstungsklasse. Habe ich nicht gesehen, wo ist die da? 32. Klingt erstmal nicht so beeindruckend. Gut. Hier geblieben. So. Alle da? Oder fehlt hier noch irgendeiner? Alle da. Dino? Wo ist der Dino? Da. Okay. Machen wir kurz einen Segen. Gut. Los geht's. Da ist noch ein Babau, alles klar. Ember, jetzt kommen wir endlich mal wieder zu den spaßigen Sachen hier, ne? Wir fangen an. Erstmal machen wir ihn ein wenig von seinen Angriffen her schwächer. Oh, fehlgeschlagen, ganz schlecht. Okay. Gut. Ninjo, wollen wir schon versuchen? Jetzt schon? Jetzt schon? Ne, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Du ziehst dich da hinten zurück. So. Dino, du kannst da hinten kämpfen. Kümmer dich um den Babau da. Da ist mit Sicherheit noch mehr, wollte ich gerade sagen. Oh, da ist noch so ein fetter Typ. Alles klar, jetzt wird's lustig. Gut, gut, gut. Darren. Schutz vor Bösen geht gerade nicht. Erschütter den Typen. Hat geklappt. Komm, Schritt vor. Noch nicht. Noch nicht. Wir machen erstmal das hier. Nein, machen wir nicht. Alles klar. Du greifst an. Kommst du auch nicht hin? Wieso kommt ihr alle da nicht an? Was ist denn los mit euch hier? Los, komm her. Retreat is not an option. So, der kann gerade nicht. Wir könnten jetzt mal das hier machen. Warum eigentlich nicht? Schade, dass Land nicht drin ist. Warte. Können wir durchaus tun. Ist nicht schlimm. So, pass auf. Jetzt gehen wir auf die Rettungswürfe. Ist egal. Kichern wir. Komm, Schritt vor. Zack. Dino, du machst hier weiter. Zack. Babau hat keine Chance.
Lando kommt jetzt ein bisschen Schritt vor hier. Du musst hier nämlich mit reinkommen in den ganzen Scheiß hier. So, schieß. Ja. Lilly, jetzt darfst du. Wollen wir mal alle so ein bisschen. Komm, das können wir viermal am Tag machen, also was soll's. Babau fehlgeschlagen. Oh, er ist auch fehlgeschlagen. Ach du Schande. Das ist ja richtig, richtig schlecht. Das ist auch so cool, ne? Dass jetzt hier das ganze. Der Kosmos hier mitmacht hier. Das sieht krass aus. So, jetzt ganz ehrlich, jetzt brauchen wir auch endlich mehr. Ganz ehrlich, nicht mehr Dingsen hier. Mit Rettungswürfen und so kämpfen. Du. Komm, warum nicht? Jetzt seid ihr auch noch beide benebelt. Was für eine Welt. Ja, muss man sich denken als Dämon. So, und jetzt hauen wir nochmal hier das Netz hinterher. Komm. Und ich fürchte... Ein Babau hat sich gerettet. Unfassbar. Okay. Der Babau hat es nicht geschafft. Der Gefräßige hat es nicht geschafft. Der andere Gefräßige hat es geschafft, der da hinten. Alles klar. Macht nichts. Wo können wir dann anfangen hier? Mann. Okay. Da ist noch ein Babau. Alles klar. Der kommt zu unserer Party. Alles klar. So, endlich tut mal einer was da hinten. Gut. Hallo Ember. Ember macht jetzt, was Ember so macht. Du bist der Kandidat, den wir aus dem Weg nehmen wollen, fürchte ich. Du spielst mal kurz ein bisschen mit dem, damit er was zu tun hat. Dann kümmere dich um den da. Ne, der ist betäubt. Kümmere dich um ihn hier. Mach ihm seine Spiegelbilder weg, bitte. Wenn ich mich richtig erinnere, kann der gerade nicht kämpfen hier, ne? Ist doch so, oder? Der ist benommen. Und benommen bedeutet... kann keine Aktion ausführen. Also brauchen wir uns gerade auch nicht um den kümmern. Dann machen wir jetzt... Wer ist überhaupt dran? Ach, ja, Lan hat geschossen. Ne? Gut. Dann machen wir jetzt Realität aufzwingen. Und nehmen die Spiegelbilder weg. Genauso wollte ich das. Es funktioniert langsam so, wie wir uns das vorstellen. Du erschütterst den Typen. Ninju, erster Versuch. Läuft. Und ich würde sagen, der Rest ist Pillepalle. Wenn wir treffen. Gut. Ja. Auch du, mein Freund. Zack. Eigentlich kann er mehr da zum Kichern, aber ich gewöhne es mir an, eigentlich immer zu kichern. Punkt. Du kannst es da wieder weitermachen. Land knall die Spinne ab da. Komm, Schritt vor. Kommandantin, einmal hier hin, bitte. Darren. Du hast Pause. Hast deinen Soll erfüllt, ganz ehrlich. Klatsch.
Ember, komm, was Spaß macht. Klappt nicht. Ist so. Na gut. Jo. A calculated risk. Von Risk sehe ich hier nicht mehr viel. Jo. Also, das ist hier wirklich Hauptstadt der Barbaus. Und irgendwelche Viecher hier. Was ist das denn? Tsunami. Mhm, gut. Tsunami nehmen wir mit. Hier liegt noch was rum. So. Hier liegt eine ganze Menge rum. Das Tagebuch des Monsterjägers. Von dem in Haut gebundenen Tagebuch ist nicht mehr viel übrig. Der Einband ist zerfleddert und die Hälfte der Seiten fehlt. Einige leere Seiten am Ende des Tagebuchs haben ebenso überlebt wie die letzten Einträge seines unbekannten Besitzers. Nachdem ich die Umgebung viele Tage lang erkundet und die Spuren an den entweihten Schrein studiert hatte, stieß ich endlich auf die Fährte des Schänders. Meine schlimmsten Befürchtungen wurden bestätigt. Der Kultistenzirkel wurde von einem Demodanten angeführt, einer Kreatur aus dem Eingeweiden des Abyss. Der Kleriker, dessen Tempel bei den Angriffen verwüstet worden waren, die Kleriker wussten sich keinen Rat. Welche Verbindung bestand zwischen ihnen? Was haben die Schreine von Iomede, Gorum und Torak gemein? Die Antwort war recht einfach. Demodanten hassen alle Götter in gleichem Maße und trachten danach, jeden einzelnen Schrein zu zerstören, auf den sie stoßen. Leider arbeiten Demodanten nicht immer alleine. Das Exemplar, das ich auf der Spur war, hatte einen kleinen Zirkel verkommener und geistig umnachteter Gestalten um sich geschart. Wie sonst sollte man Leute beschreiben, die sich bereit erklären, den widerlichen Lehren dieser Bestien zu folgen? Als Referenz: Demodanten wurden von Titanen erschaffen, die von den Göttern in den Abyss verstoßen worden waren. Der einzige Zweck von Demodanten ist der Dienst an ihren Schöpfern. Sie sind blindwütige Sklaven und Werkzeuge der Zerstörung, denen selbst der kleinste Funke jener Würde fehlt, die den Gläubigen gewährt wird, wenn sie in Kontakt zu ihren göttlichen Gönnern treten. Egal, ob mit Gorum oder dem verrufenen Rovaguk. Sterbliche, die diesen Lügen aus bestehenden Glauben folgen, müssen zusammen mit ihren falschen Propheten ausgemerzt werden. Deshalb haben wir, die Inquisitoren vieler Gottheiten, uns vereinigt, um derartige Monster mit vereinten Kräften zu jagen. Nachdem ich ein paar Dutzend Meilen zurückgelegt hatte, entdeckte ich das geheime Versteck der Heretiker, eine in den Tiefen des Waldes gelegene feuchte Höhle. Morgens bei Sonnenaufgang werde ich mich in die Höhle wagen, um die unterirdischen Gänge zu studieren und eine Karte für eine zukünftige Razzia anzufertigen. Man darf die Demodanten und ihre Schergen niemals unterschätzen. Ich habe nicht vor, sie alleine anzugreifen, aber ich kann das Ziel unseres bevorstehenden Angriffs wenigstens erkunden, anstatt tatenlos herumzusitzen, während meine Kameraden einen Trupp zusammenstellen und hierher marschieren. Iomede, steh mir bei. Ja, hat nicht ganz funktioniert, würde ich sagen. Da ist noch ein tolles Schwert dabei, ja. Und da ist auch noch was. Das sind also Demodanten hier. Demodanten stehen anscheinend auf Fallen, so wie das aussieht. Wir sind schon bei 55. Möchten wir das hier weitermachen? Ich bin mir sicher, die Höhle dauert noch ein Weilchen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal ein paar Schritte hier zurück. Oh Gott, ey. Geht mal dahin. Wir beruhigen uns. So. Speichern. Und machen morgen weiter. Ich denke, ja. Kann natürlich sein, dass es jetzt hier 2 Minuten vorbei ist. Aber ich glaube, das dauert noch ein Weilchen. Wir sehen uns morgen. Tschüss.